Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich muss erstmal die Musik ausmachen, weil das nämlich YouTube nicht möchte. So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays. Oh, schöne Aussicht. Von Suku 2, yay. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich mache nochmal einen Timer an, damit wir auch wissen, wo wir zeitlich stehen. Oh, Alter, okay. Naja, könnte man mal abwaschen, aber ich glaube, hier ist kein Geschirrspüler. Aber ansonsten sieht das ganz sauber aus. Ey, so eine Bude hätte ich auch gern, ey. Na, das Bett sieht jetzt nicht so bequem aus, aber ich wachst auf und guckst erstmal auf dein Flugzeug. Verdammt, wie hat er das hier reingekriegt? Okay. Fehlt noch, ja, doch, das könnte man schon nehmen. Verdammt. Ja, könnte man nehmen. Gut, was möchte ich denn heute machen? Wir haben in der letzten Folge haben wir die Aerobatics gemacht. Dann würde ich sagen, fangen wir heute. Ach genau, ich wollte heute Live Extreme Series Episode 2 machen. Okay. Moment, Extreme Series Episode 2. Ist es richtig, dass wir mit dem Flugzeug hier sind? Nee. Ah, wieder mit dem TVA. Das sind wieder drei Rennen, oder? Willkommen an der Golfpiste. Schrei doch nicht so. Wo wir uns für die zweite Etappe der Live Extreme Tour bereit machen. Letztes Mal haben wir die Straßen der Stadt unsicher gemacht und auch diesmal wird es verdammt wild. Okay. Ah. Wenn ich die Lackierung jetzt so sehe, gefällt es mir irgendwie nicht mehr. Egal. Gewinne das Rennen. Okay. Hi, Travis. Hi, Amy. Hey, Neil. Muss mal hier vorbei. Danke. Wow! Alter, haben die mich erschrocken. Es irritiert voll, dass keine Bremsspuren auf dem Boden sind. Wir haben ein paar gigantische Zuschauer in diesem Rennabschnitt und sie erwartet gigantische Action. Hier zeigen sich die Fahrer von ihrer besten Seite, denn sie müssen alles geben. Das wird ein echter Gladiatorenkampf da draußen. Ja. Scheiße. Ja, das Problem ist, es sind keine Fahrbahnmarkierungen. Damit komme ich nicht so ganz klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen fahre ich ein bisschen vorsichtiger, weil wir können ja auch nicht zurücksetzen. Muss ich all mein Können zeigen. Was. All meine Skills. Was nicht viel ist. Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Ah, okay. Boot. Boot ist gut. Ist da. Es wird nicht Zeit, das Boot! Die Disziplin zu wechseln. Nein! Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, nicht das Boot. Das lässt sich so scheiße lenken. Ja, 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 jetzt muss ich mal ganz genau gucken, wo es lang geht.
Ja, scheint ganz gut zu gehen, wenn keine Kurven groß da sind. Keine engen Kurven. Und jetzt geht es über die Rampe ab in dieses herrlich blaue Wasser. Bei Live seht ihr Rennen, wie sie sonst keiner zeigt. Wer hier nicht mithalten kann, bleibt auf der Strecke. Die Fahrer haben nur einen Versuch, um an die Spitze zu kommen. Das Boot lässt sich so beschissen lenken. Boot. Du bist doch kein U-Boot. Es lässt sich nicht lenken, das ist das Problem. Ich lenke nach links und es braucht ewig, um zu reagieren. Seht ihr das? Langsam wird es Zeit für unsere Fahrer, im Wasser Akzente zu setzen. Das werden wir nicht gewinnen mit dem Boot. Es ist zu schwergängig gerade. Machen wir uns jetzt die Hände schmutzig. Jetzt im letzten Abschnitt des Rennens. Hier entscheiden die Fahrer, ob sie auf der Straße bleiben oder lieber den sumpfigen Weg nehmen. Sie haben die Wahl. Ihr wollt mich da alle verarschen. Ja, das Spiel will mich echt manchmal verarschen. Was, also so na, viel das ist mal mutig. Er überlässt den anderen Fahrern das Feld. Für den Moment. Ist auch gegen Baum gefahren. Ich glaube, ich habe einfach wesentlich mehr Power als die. Ich habe mich ein bisschen an Arc hier gerade, der Sumpf. Ja, es könnte doch was werden. Da muss man da lang. Ach, das war die Geschichte hier. Das war knapp. Oh, das war ja mächtig knapp. Danke, dass ihr euch das zweite Rennen der Live Extreme Series angesehen habt. Folgt uns in den sozialen Medien. Aus New Orleans, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, und folgt auch mir. Auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf Pornhub. Yay! Ich bin einmal in meinem Leben berühmt. Nein, noch nicht. Gar nicht. Noch nicht. Kehrt zum freien Fahren zurück. Die Karre ist aber auch schon schnell. Was? Warum blinkt das denn jetzt hier? Offroad, Hauptquartier, neue Disziplin. Guck mal, wir haben eigentlich 375. Wir können mal ein bisschen... Mal gucken, ob wir unsere Autos noch ein bisschen tunen. Also ich würde gern den Skyline ein bisschen tunen. So. Genau, Skyline wollte als Favoritland so erhalten, anpassen. Verzierungen. Nee, das ist okay. Aussehen. Motorhaube. Nee, Carbon nicht. Okay. Stoßfänger, Mensch.
Ist aber auch ein Desikulaus. Ist aber auch ein schweres Wort. Kotflügel vorne. Ja. Felgen. Ist ja wie Chemischenik-Simulator hier. Mal ganz vorne waren welche, die mir gefallen haben. Bremssattel, ah, machen wir mal auch. Außenspiegel? Lass mal. Seitenschweller. Carbon passt da irgendwie nicht. Kotflügel hinten. Achso. Ex-Spoiler. Der ist zu prollig. Der. So, Stoßfänger hinten. Ich würde sagen, das gefällt mir ganz gut. Innenraum. Innenraumstil. Das. Achso. Innenraum. Nee, Moment. Kann man ja wirklich alles machen, ey. So, das war's. Performance. Er hat doch gar keine Teile. Okay. Ich hab so viel Switch gespielt, dass ich da mit dem Controller gar nicht mehr klarkomme. Er sieht zwar jetzt nicht mehr ganz wie der Fast and Furious Wagen aus, aber es ist mir auch egal gerade. Gibt's denn irgendwelche. Was ist denn das hier für ein Landsprung? Miami Aerobatics. Hafen Miami Slalom. Oh, der kann gut driften. Ach, das ist so ein Seeding. Alles klar. Ich möchte aber irgendwas mit dem Auto machen. Mit dem Auto können wir gut driften. Das können wir dann zum Driften später nehmen. Was ist das hier? Miami Rennstrecke Slalom. Schauen wir mal. Den dann nehmen wir mit. 5.900 Punkte. Macht Spaß. Die Karre ist ein bisschen, ich muss ein bisschen Gas spielen, weil der sonst, hier kann man Teile fahren, weil der sonst ständig ausgebrochen wäre. Das macht Spaß. Können wir noch etwas machen? Radarfalle. Blitze. Das sind 180 km/h erwischen. Okay, das ist kein Problem. Brauchen noch ein bisschen mehr Anlauf.
Also das mit dem Wegpunkt nervt mich gerade ein bisschen. Danke. Wenn nicht, zünde ich kurz vorher noch mal das Nitro. Oh, 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 oh. Der Wagen fängt leider dann übelst an auszubrechen. Also für sowas ist er nicht geeignet. Yay! Dun, 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 dun. Bum, 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 bum. Gibt's da mal ein Bauteil für, gell? Gib mir das Bauteil. Gib mir das Bauteil. Okay, dafür, diesmal gibt's kein Bauteil. Was haben wir denn noch so Schönes? Was haben wir denn hier? Tiefflug. Slalom. Flucht. Bodenzerstörung. Radarfalle. Der nimmt auch nochmal runter. Komm, mach mal. War aber auch knapp, da kam ja auch gerade ein Auto, wo ich beinahe reingeknallt wäre. Dum, 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 dum. Da liegt die Beute. Es gibt das, droppt das nicht jedes Mal. Was mich jetzt mal interessieren würde, verschwindet die oder kann man die immer wieder machen? Ne, die kann man immer wieder machen tatsächlich. Okay. Aber da ist ein Haken dahinter, wenn man sie gemacht hat. Okay. Okay, nee, das ist nämlich kein Haken. Slalom. Alles klar. Okay, nee, das wollte ich mir nochmal raus. Das wollte ich nochmal rausfinden. Das kann man ja dann immer so nebenbei. Das heißt, das werde ich nicht aufnehmen. Das werde ich so auch spielen. Gut, mal Lieben, wir machen aber Feierabend. Nächste Folge werden wir. Also nee, morgen kommt ja wieder Forza. Ich habe halt auch schon was Cooles aufgenommen. Und dann kommt nächste Folge kommen Charity-Event. Das werden wir mal nächste Folge machen mit dem Driften. Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns übermorgen wieder, morgen bei Forza. Vielen Dank, bis dann, ciao.